Netzhaufen mit den ganzen Sachen, die ich weggeben werde. Und das sind jetzt auch die Sachen, die ich habe. Es sieht jetzt mega, mega viel aus. Aber muss bedenken, dass es halt meine Schminke ist und dazu noch meine ganzen anderen Kosmetikprodukte. Also einfach alles, was ich an Kosmetikprodukten habe. Aber zum Beispiel habe ich hier irgendwie schon allein 6 Deos und es würde halt keinen Sinn ergeben, das irgendwie wegzuschmeißen oder zu verschenken, da ich das eh irgendwann nochmal in der nächsten Zeit alles brauchen werde. Genauso wie mit meinen Lippenpflegen oder so. Ich würde es halt blöd finden, das zu verschenken, weil es halt unhygienisch ist. Aber will es jetzt auch nicht wegschmeißen, deswegen behalte ich die Sachen quasi auch. Dann habe ich hier noch Sachen für meine Haut. Ja, hier habe ich halt, wie gesagt, dieses ganze Schminkzeugs. Die Sachen sind halt eh schon fast leer, deswegen werden die auch bald aufgebraucht. Und ich hoffe, dass es dann bald auf jeden Fall noch viel weniger wird, weil ich das Gefühl doch alles irgendwie gar nicht wirklich brauche und alle Sachen nur halb voll sind und ja. Jetzt ist dieses Regal dran. Ich habe hier einfach allen möglichen Krimskrams, einen Hut, einen Drucker, ein Laminiergerät und die ganzen Bücher. Ich werde die ganzen Bücher aussortieren, weil ich bin eh so ein Mensch. Ich lese ein Buch einmal, dann lese ich es nie wieder. Also können die Sachen, die ich schon gelesen habe, eigentlich wegkommen. Ich habe halt Violetta noch nie geguckt und ich mochte es auch irgendwie gar nicht. Also keine Ahnung, warum ich es trotzdem habe. Und der jetzige Stand sieht so aus. Ich habe jetzt meine ganzen Bücher nach Farbe sortiert. Ich habe es erst nach Größe, das hat mir aber nicht so gefallen. Also nun nach Farbe. Es sind immer noch mega viele. Und ich werde mich jetzt diesem Chaos hier widmen. Das sind einfach irgendwelche Dokumente oder Blogs oder keine Ahnung. Irgendwie alles von Notizbüchern bis hin zu Erinnerungen und Fotos. Ja. Und jetzt kommt's dazu. Juhu! Ich habe hier noch einige Bravos, wo ich selbst drin bin. Die werde ich noch aussortieren. Und den Rest werde ich dann wirklich wegschmeißen, weil ich es einfach nicht mehr brauche und noch nie wieder sonst lesen werde. Also hier bin ich jetzt fertig. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Und jetzt geht es an meine ganzen Taschen. Und ich habe wirklich einfach zu viele Taschen. Ich brauche die alle nicht. Ich habe manche wirklich auch einmal oder so benutzen. Ich wollte es eigentlich immer so in dieser coolen Michael Kors Tasche lagern, aber die ist mir jetzt kaputt gegangen. Deswegen werde ich diese auch dann entsorgen. Ja, ich habe leider sehr, sehr viel und ich habe mir jetzt diese Box hier genommen und werde nur den ganzen Schmuck reinmachen, den ich nicht mehr brauche. Es wird bestimmt viel mehr sein, aber hier schon mal für diese kleinen Teile wie Ohrringe oder Ringe. Als erstes sind es diese zwei Bandanas, die weggehen, dann eine Kette, ganz viele Armbänder und hier ist noch ein kleiner Schmuck wie Ohrringe oder ja Armbänder, hier sind noch Ringe und so weiter. Einige Zopfgummis und Haarspangen und hier sind noch so die drei Sachen, die ich echt schön finde, also drei Ketten, die ich schön finde und dann noch diese Schleife da. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mit dieser Wand hier mache, da ich immer noch finde, dass da zu viel Zeugs dranhängt. Aber ich werde jetzt erstmal diese Lichterkette ein bisschen weiter nach oben hängen und auch in die Richtung hängen, damit nicht alles hier so auf diesem Haufen ist. Und ich werde doch jetzt erstmal ein paar Fotos abnehmen, da ich manche einfach gar nicht mehr brauche und gar nicht mehr schön finde, weil die schon mega alt sind. Ich habe einen richtigen Struggle. Ich möchte eigentlich die Lichterkette so aufhängen, aber da ist einfach eine Spinne. Könnt ihr sie sehen? Ich habe so Angst. Ich kann es einfach nicht aufhängen. Ich habe so Angst und ich ekel mich so doll vor Spinnen. Ich warte, bis man nach Hause kommt und dann kann ich erst so weitermachen. Ich habe... Nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich kriege einen Herzinfarkt. Und in der Zeit, in der ich warte, werde ich den unteren Teil meines Schreibtisches aufräumen. Ja, ich weiß nicht ganz, was da alles so drin ist, aber ich werde mich diesen Schubladen hier einfach widmen, wo ja unmöglich viel Kram drin ist. Ich finde es auch nicht schön, wenn es da so voll ist und da irgendwie nicht. Und es hat mich immer schon die ganze Zeit gestört, deswegen kommt das jetzt auch weg. Übrigens wird dieses Video jetzt nicht innerhalb von einem Tag gedreht, sondern ich bin schon seit einer Woche ungefähr dran. Und genau, heute ist dieser Schrank dran. Ich gehe mal von vorne. Es wird auf jeden Fall
viel Arbeit werden. Ja, ich habe in diesen beiden Schubladen sehr, sehr viel drin. Das zeige ich jetzt mal nicht, weil da sehr private Dinge drin sind, aber hier ist das ganze Essen drin. Das sind jetzt die Sachen, die ich behalten habe. Das ist übrigens alles vegan. Habe ich irgendwelche Papiere und Unterlagen. Dort sind ganz viele Technik-Sachen für YouTube unter anderem. Und dort meine Schulsachen. Und jetzt mal gucken, was ich davon noch so alles brauche. Und da bin ich gespannt, weil ich da schon mega lange nicht mehr reingeguckt habe. Es ist halt voll blöd, weil ich noch Autogrammkarten habe, wo typisch Emmy draufsteht und auch meine alten Social Media Kanäle, aber ich habe meinen Kanal ja schon in Lara Emily umbenannt. Ja, das ist mein Hund. Auf jeden Fall ist es blöd, weil ich weiß nicht, was ich damit jetzt noch machen soll. Ja, also keine Ahnung, ob ich die trotzdem noch verwenden kann, wenn da ein falscher Name draufsteht. Und jetzt widmen wir uns der wahrscheinlich schwersten Aufgabe. Das nicht. Aber das, oh mein Gott, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch so viele Nagellacke habt. Es ist unglaublich. Es ist, ich habe da nicht nur Nagellack, ich habe da allen möglichen Scheiß drin. Ich brauche es nicht, ich brauche es wirklich nicht. Ich habe es und es wird wegkommen. Also mir ist aufgefallen, dass ich viele gleiche Farben habe. Das heißt, ich habe hier von diesem roten irgendwie 30 Nagellacke und ich habe auch richtig viel von blau und das ist ja wirklich unnötig. Deswegen werde ich da auf jeden Fall richtig viel noch rausschmeißen. Ansonsten hier die ganzen Nagelfeilen und so weiter. Ja, ich gucke gerade ein Video über Minimalismus tatsächlich. Genau. Tag 5 meiner Aufräumaktion und zwar ist auch der letzte Tag. Ich habe jetzt noch einige Sachen hier rumliegen, die ich noch endgültig wegräumen muss, aber sonst bin ich fertig und es ist mega cool. Ich werde euch jetzt eine kleine Roomtour abfilmen, halt so ein paar Dinge zeigen, die sich echt krass geändert haben, um auch den Vorher-Nachher-Effekt zu zeigen und ich freue mich echt mega, dass ich schon so viel ausgemistet habe und sehr viele Dinge habe, die ich wirklich brauche und die mir gefallen und nicht mehr so viel habe, was ich gar nicht brauche und es macht mich sehr glücklich und ich freue mich mega. Und mich würde noch interessieren, wie ihr so lebt. Also lebt ihr eher so maßlos oder auch eher minimalistisch? Ansonsten könnt ihr euch noch mein Kleiderschrank-Ausmist-Video angucken, denn ich habe schon mal ein Video gedreht, wo ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video von mir. Und ja, bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.